Wir sind angekommen im Hotel, im ersten Hotel, was wir in China gebucht haben. Und zwar ist es das Hotel, was ich ja extra für Justus gebucht habe, das europäische, französische Hotel. Und zwar heißt es Sofitel Galaxy, irgendwie sowas. Auf jeden Fall gibt es die Brot zum Frühstück. Elisa, was machst du denn? Ich wollte dir jetzt eine Roomtour machen und das wird eine XXXXL Roomtour. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so groß ist. Also wir haben dieses Mal einmal mit Verbindungstür. So, Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Es war gerade jemand hier, die Person, die uns dieses Hotel überhaupt empfohlen hatte. Sie hatte mir ja vorher Videos von diesem Hotel geschickt. Sie war gerade da und hat uns nochmal Empfehlungen gegeben, wo wir hingehen sollen und so. Und ja, habe ich ein bisschen mit ihr gequatscht. So, jetzt aber zur Group-Tour. Elisa sagt schon, yeah, yippie duschen. Johann, yeah, yippie duschen. Ja, Toilette, genau. Wir stehen hier auch am Eingang. Und es geht direkt hier erstmal ins Badezimmer. Schubelinchen. Komm mal hierher. Komm mal hier zu Johann Clara. Also diese Tür kann man eigentlich noch zumachen, aber die ist jetzt auf. Ich finde das sowieso immer schöner, wenn alles offen ist. Oh, guck dir das an. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also hier ist erstmal so ein Kleiderschrank. Im Badezimmer ist erstmal ein Kleiderschrank. Mal gucken, was da drin ist. Ein Bademantel ist drin, zwei Bademäntel. Oh, du musst... Ach so. Okay, dann geh mal schnell in die Toilette. Moment, wieder eine Pause. Dann geht es hier weiter. Oh Gott, das ist so groß. Ich finde das so schön. Meine Kinder im Hintergrund. Die müssen sich gerade total auspowern von dem langen Flug. Also das hier ist der Waschbereich. Da gibt es ja keinen Spiegel. Ach so, hier sind die Spiegel. Dann haben wir hier eine riesige Badewanne. Die ist ein großer Spiegel. Dann geht es hier weiter zur Dusche. Sieht auch gut aus, der Duschkopf. Oh, darauf freue ich mich. Nach der langen Fahrt eine richtig schöne lange Dusche nehmen. Und jetzt Achtung, jetzt kommt die Toilette. Und die hat auch nochmal einen extra Raum. Habe ich auch Justus schon gefragt, warum ist die Toilette in einem extra Raum? Sogar mit Telefon. Und richtig hübsch auch. Finde ich irgendwie schön. Also falls jemand weiß, warum das so aufgeteilt ist, weil so kenne ich das eigentlich sonst gar nicht, zumindest in Deutschland ja nicht, dann schreib mir das mal gerne. Ach, jetzt verstehe ich, das ist so eine Scheibe, dass man die Kinder da auf der anderen Seite trotzdem sieht, was sie da machen. Ich komme mit. Da lang? Nein, Mami möchte hier erstmal zeigen. Das ist jetzt ein großer Schlafbereich. Wir haben überlegt, dass das jetzt das Zimmer der Kinder wird. Das ist eigentlich ganz gut mit diesen zwei Betten hier. Ein Babybett haben wir auch noch. Das stellen wir dann wahrscheinlich mit hier rein. Und dann gibt es hier noch so eine große Ecke mit Schreibtisch. Das sieht richtig modern aus. Sieht richtig gut aus. Und dann gibt es hier die Fernsehecke. Und dann noch hier so ein paar Getränke. Also Wasser. Oh, was ist das? Das ist das Minibar. Jetzt gucken wir uns eine chinesische Minibar an. Was gibt es hier? Das scheint Kaffee zu sein. Kaffee und Tee, glaube ich. Verschiedenste Sorten mit Zucker. Aber ich habe ja hier gar keinen Wasserkocher, oder? Hier gibt es Kekse und Nüsse. Okay, mag ich jetzt nicht so gerne. Und das hier ist Tomatenchips. Dann haben wir unten... Ah, hier ist doch ein Wasserkocher. Dann geht das doch mit dem Tee. Sehr, sehr toll. Was ist das? Zum Kaltstellen vielleicht. Was haben wir hier drin? Oh Gott, ist das spannend. Ach so, ein kleiner Kühlschrank. Ich plündere hier in China. Erstmal im Hotel die Minibar. Die kommt nicht so gut auf. Ach so, hier, der anderen Seite. Ah, was haben wir denn hier? Das sind wahrscheinlich verschiedene Biersorten. Dann hier unten Getränke, Saft. Das sieht lecker aus. Ach, guck mal hier. Chinesische Cola und chinesische Sprite. Jetzt wissen wir auch, wie sowas hier aussieht. Und dann gibt es hier noch ein paar Naschis. Guck mal, Hanko kennen wir auch schon. Und M&Ms kennen wir auch schon. Und
Snickers gibt es auch. Ja, da fühlt man sich fast wie zu Hause. Und damit sind wir auch schon durch mit dem ersten Raum. Also das wäre jetzt quasi nur ein normales Doppelzimmer. Ich zeig dir nochmal schnell den Ausblick. Da habe ich mich eben total erschrocken. Wir sind nämlich, Achtung, im 42. Stock. Ja, Justus meinte erst, nein, das ist der 4. Stock. Meinte ich, nein, das ist der 42. Stock. Ja, so ist die Aussicht. Also ich habe ja wirklich Höhenangst und ich glaube, ich werde hier nicht sehr lange rumstehen. Aber wir sind hier wirklich mitten in der Innenstadt. Das sind die ganzen Häuser. Davon gibt es ganz, ganz viele von diesen Hochhäusern, Wohnungen. Aber wir haben auch schon ganz, ganz viel Natur gesehen. Also gerade an den Autobahnen wird auch sehr darauf geachtet, dass es schön bepflanzt ist. Also es sieht wirklich toll aus. So, jetzt ist das erste Zimmer gezeigt, also das Kinderzimmer. Und jetzt geht es hier weiter, denn das ist die Durchgangstür. Klemmt. Lass die Mama rein! Kommst gar nicht rein, doch. Ja. Wenn ich hier zumache, ist Schluss. Ja? So, dann. Hier ist hier Kinderzimmer, ne? Oder was? Ja, genau, habe ich schon gesagt. Jetzt geht's rüber und hoch. Mami, komm, Elisa, willst du mir alles zeigen hier? Also hier haben wir erstmal einen Bürobereich. Für wichtige Menschen, Justus. Bürobereich für wichtige Menschen, also für dich. Fühlst du dich hier gleich zu Hause? Das steht auch für Mr. Nancy. Für Mr. Nancy, ja. Also. Für den Mann von Mami, meinst du? Achso, ich habe hier übrigens ein Paket bekommen. Halte ich mal die Adresse zu, obwohl du die wahrscheinlich eh nicht lesen kannst. Und zwar ist das Paket von meiner Freundin. Ja, mach das immer auf. Ich will gucken, was sie uns geschickt hat. Sie hat uns nämlich eine Telefonkarte geschickt. Und noch ein paar Kekse, meinte sie. Für die Kekse interessiere ich mich jetzt besonders. Oh, guck mal, jetzt setze ich direkt schon hier dran und... Die Schere? Kinder müssen sich jetzt erstmal austoben. Ich habe hier kein Messer. Aber doch, war da hinten. Kriegst du das Paket auf, Justus? Ja, mit den Zähnen. Von meiner Dani. Die treffen wir ja erst in einer Woche, glaube ich. Ne, ein bisschen mehr, ne? Eineinhalb Wochen. Und zwar in Shanghai. Wo nimmst du jetzt so ein Messer hier? Ja, ich gebe kein anderes Messer. Okay. Ja, und nu, mach mal. Ja, Kekse. Das ist eigentlich eine Roomtour, aber ich zeige mir auch noch ein Unboxing. Ein Unboxing. Findest du es hier eigentlich schön? Sag mal ehrlich, Justus. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall auch nochmal aus einer anderen Zeit. Aber richtig schön hier. Ja, wir haben ja jetzt auch noch gar nichts gesehen. Da müssen wir ja erstmal los. Das war die Kekse. Okay. Und in den Keksen drin, da ist auch noch ein Zimtstab. Das ist China. So wird das verpackt. Okay, was da hast sind du abgemacht mit der wichtige Sachen drin? Freundin? Ja, also sie hat gesagt, wir sollen jetzt gleich heute noch zu einem... Warte, sie hat es mir geschickt per WeChat, denn ich schreibe jetzt in China nicht mehr mit WhatsApp, sondern mit WeChat. Gib mir mal bitte mein Handy, dann sage ich dir, das ist total schön in der Nacht. Achso. Justus, ja, ich mache das gleich. Und zwar, oh Gott, ich muss dir so viel erzählen. Es ist so ein, ja, es ist kein Garten, sondern wie nennt man das denn? Park. Ja, und es ist komplett erleuchtet. Sieht so schön aus. Ich habe jetzt nur Fotos davon gesehen und ich will das unbedingt auch besuchen. Okay, ich wollte jetzt die Kekse zeigen. Das ist, glaube ich, so typisch chinesisch. Oh, Nashi. Ja, gleich. Oh, Nashi. Elisa hat auch direkt gesehen. Elisa, wollen wir mal probieren? Ja. Ja. Kennst du die? Woher sollen die denn? Du. Ich habe auch asiatische Community. Wie heißen die denn? Danke. Oh, frittiert. Frittiert, genau, und gezuckert. Also super gesund. Was ist noch hier drin? Kann ich nicht lesen, das ist auch nicht chinesisch. Ich glaube, das ist koreanisch. Das sind Füße. Fluffies. Füße, Käsefüße. Das sieht aus wie Füße. Mit den Zehen. Käsefüße. Hör mal auf. Das ist hier sogar noch ein... Ah, ist ja Candy Challenge. Oh, riecht komisch. Riecht so ein bisschen nach Chemie. Doch, riecht total nach Chemie. Das ist gut. Oh. Zeig doch, du sollst dich nicht mal drin reinbeißen. Das ist ein Kuchen.
Kuchen. Kann ich bitte Kuchen? Ach so. Wahrscheinlich wird Gemüse sein. Guck mal. Stimmt. Kuchen aus Möhre und Paprika. Und schmeckt's? Ja. Lecker. Candy Challenge gewonnen. So, das machen wir gleich mit der Telefonkarte, das ist wichtig. Also total lieb, dass sie für uns an solche Dinge denkt, an die wir selbst gar nicht gedacht haben. Oh, und guck mal, was hier steht, direkt hinter der Tür. Hier steht ein Fahrrad, damit wir auch sportlich bleiben hier in Nanjing. Sowas steht im Hotelzimmer. Guck mal, eine eigene Kaffeemaschine habe ich auch. Ja, da komme ich nachher noch gleich hin, Justus. Hier sogar, also nicht nur ein Fahrrad, sondern auch ein Gymnastikball und so eine Yogamatte. Ach, guck mal, da sind sogar Mini-Hanteln, Justus. Kannst du direkt mal loslegen, kannst du mal zeigen, wie du das so machst. Echt durchbrauen. Okay, Justus, mach schon weiter. Machen wir hier weiter. Spiegel. Eingangsbereich ist das ja eigentlich von dem zweiten Zimmer. Dann haben wir hier... die Tür, ne? Einfach nur die Eingangstür. Eine kleine Bar wieder. Ich habe eben schon die Bar geplündert. Gezeigt, was es in einer chinesischen Minibar gibt. Da ist wahrscheinlich auch dasselbe drin. Ja, und hier tatsächlich eine Kaffeemaschine. Mit Kapseln sogar dabei. Und das ist jetzt das Babybett für Elisa. Wo kommen die denn? Mal gucken, wo wir das hinstellen. Das wissen wir noch nicht, das müssen wir noch entscheiden. Dann ist das hier, weiß ich nicht, der... Fernsehraum? Oder was ist das hier für ein Vorraum nochmal? Zum Sitzen einfach mit Sofa, so einem kleinen Tisch. Guck mal, was es hier gibt. Keks, der sah nicht immer so aus. Das erste, was Elisa gemacht hat, kam sie erstmal und hat da reingedütscht. Es ist übrigens so ein typisches chinesisches, ja, Dessert. Ich glaube, das schmeckt richtig lecker. Das probiere ich gleich mal mit den Kindern zusammen. Leider ist da nur eins, müssen wir uns teilen. Ein bisschen Obst ist auch da. Dann ist hier noch eine Sitzgelegenheit. Und dann kommen wir hier... zum Schlafbereich. Also hier ist jetzt wirklich groß. Das ist ein richtig großes Zimmer. Es geht da noch weiter lang, da geht es gleich noch weiter. Es ist total krass, dieses Zimmer. Also hier ist es schön, hier kann man seine Koffer hin tun oder seine Kleidung. Hinter mir ist ein riesiger Fernseher. In China sind Fernseher total wichtig. Dann gibt es hier nochmal so eine kleine Sitzecke. Also ich finde mich hier selbst noch nicht so ganz zurecht. Hier gibt es so kleine Winkel und hier nochmal so ein... Kleiderschrank mit Safe. Und jetzt kommen wir wieder zum Badezimmer. Und das ist in beiden Zimmern wirklich das absolute Highlight. Da-da-da-da-da. Wir schreiten voran. Das erste, was wir hier sehen, ist jetzt die Dusche. Die ist nochmal größer. Also doppelt so groß von der Größe her jetzt. Auch mit dem Regenduschkopf. Und hier wieder Toilette im eigenen Häuschen drin. Dann hier die große Badewanne, total schön. Und hier der Waschbeckenbereich. Ach, guck mal, Justus hat schon hier unsere Sachen hingetan. Und auch wieder Bademantel. Was ist das hier? Ist das auch wieder ein Fernseher? Überall gibt es hier Fernseher in jedem Raum. Oh, und eine Waage. Und die ist sogar so gestellt, dass sie ein Kilo mehr anzeigt. Das ist ja gemein. Krass. Also ich finde es total krass, dass wir so ein schönes Hotelzimmer jetzt bekommen haben. Die Leute sind auch total nett. Wir sind das noch nicht so ganz gewohnt hier in China, wie das ist mit Trinkgeld geben. Finde ich total schwierig. Wie viel gibt man? Wem gibt man alles was? Ja, wir versuchen jetzt einfach jedem was zu geben. Und ich werde dann nochmal meine Freundin hier in China fragen, wie man das genau macht. Ne? Da wollen wir ja nicht in Fettnäpfchen treten, Justus, gell? Ja, ja, man muss ja immer alles durch 7 rechnen, ne? Oder durch 8. Durch 8. Ja, wie viel haben wir ihm denn gegeben? Das weiß ich nicht. Du hast ihm doch chinesisches Geld. Übrigens haben wir ganz, ganz viel chinesisches Bargeld jetzt mit. Dann werden wir hier ja auch mit WeChat bezahlen, also mit der Handy-App. Dafür haben wir auch die Telefonnummer. Und? Ich bin ja absolut paranoid. Und was hast du noch? Nee, ich hatte ja Angst. Also wir haben ja eine Kreditkarte extra einschalten lassen. Genau. Das muss man machen. Freischalten, wenn, ja. Wenn irgendeine komische Abbuchung in Yuan ist, haben die schon mich vorgewarnt. Der von der Bank war super nett. Gesagt, ja, wenn sie da bei China einkaufen, dann wird das sofort gesperrt. Was ja auch total gut ist. Das wäre schwer. Ja, ja, das ist natürlich richtig gut. Schlecht. Aber wenn man jetzt ja, gerade im Urlaub ist und genau, eigentlich wirklich jetzt damit bezahlen möchte, muss man das freischalten lassen vorher. Und er hat aber auch gesagt, kann sein, dass es trotzdem nicht funktioniert. Ach, wir sollten mindestens eine zweite Kreditkarte mit dabei haben. Habe ich aber nicht. Sondern wir haben uns dann jetzt für Bargeld entschieden, dass wir Bargeld noch mit dabei haben. Und dann eben dieses WeChat. WeChat. Damit kann man offensichtlich einfach so bezahlen. Mhm.
Und das haben mir ganz viele erzählt, so, dass es ganz toll ist. Das ist super, dass man denen toll einfach das rüberschicken kann. Und die sehen das sofort auf ihrem Konto. Ja, das werde ich gleich sofort ausprobieren. Und dann kann man so einkaufen gehen. Vielleicht gibt es das in 100 Jahren auch mal in Deutschland. Deutschland. Ja, Deutschland ist da irgendwie nicht so weit. Komisch, ne? Obwohl man ja immer denkt, ja, Deutschland ist ja so weit und so fortschrittlich. Jetzt habe ich dir das Zimmer gezeigt durch die XXL Room Tour. Bist du zufrieden? Hast du das Badezimmer schon gezeigt? Ja, ich habe alle Badezimmer. Nee, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Da gibt es noch ein Badezimmer. Willst du das auch noch sehen? Ist eine kleine Toilette. Nein, Justus ist auch zufrieden, glaube ich, ne? Ja, ja, ich bin sehr zufrieden. Und jetzt machen wir uns aber direkt auf den Weg, denn wir wollen China sehen. Wir wollen ja hier nicht nur im Hotelzimmer sitzen und uns darüber freuen. Also wir gehen alleine. Das ist auch alles hier direkt in der Nähe. 10 Minuten, 15 Minuten Fußweg. Wir nehmen den Buggy mit für Elisa und dann sind wir schon an den Sehenswürdigkeiten und an den leckeren Buden. Da freue ich mich ganz besonders. Das werde ich dir auf Instagram zeigen. Folge mir da. Da werde ich die Insta-Story mitfüllen und Instagram-Fotos machen. Da bist du auf jeden Fall aktuell mit dabei. Also wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.